Business Tour, Business Tour. Spielst du noch? Spielst du noch? Spielst du noch das Spiel? Spielst du noch das Spiel? Ding, dang, dong, lutsch, bonbon. Oh, guck mal, ich krieg einen täglichen Bonus. Oh Gott, das ist wieder diese Gratis-Spiele-Falle, ne? Hol dir täglich irgendwelche Boni ab. Okay, ein mystisches Turnier. Freikarten werden jeweils jede 24 Stunden ausgegeben. Benutzen Sie alle Tickets, bevor Sie die neuen bekommen. Oh Gott, hier gibt es wieder viel zu viele Sachen, die zu machen. Da will ich am liebsten einfach alle durchgucken. Immer wenn ich reinkomme, ist Emote-Modus an und man übersieht mein Hallo. Oh, Lihasa, hallo. Irgendwann sage ich dir schon Hallo. So, mach mal einen Code. Also für alle, die hier mitspielen, ich mache jetzt einfach, die ersten, die reinkommen, kommen halt rein. Ne? Der Code heißt 778800. Ja, 778800. So. Ach so, ich kann den gar nicht selbst. Ach so, ich muss ihn erstmal auf Erstellen klicken. Ach, das kostet Geld! Scheiße! Mit euch zu spielen kostet Geld. Ja, toll. eine Stunde für eine Schatulle. Sie haben keine Boxen für die Börse. Das Business zum Clubabonnement. Okay, man wird in den ersten paar Minuten schon darauf getrimmt, Geld auszugeben. Das ist ja sehr schön. Spiele online. Wenn ich jetzt hier auf Spielen gehe, kann ich jetzt hier jemanden sehen? Die Frage ist nur, ja, ich müsste schon selber eins erstellen, ne? Kostenlose 5-tägige Testphase. Auf dem nächsten Bildschirm kannst du die automatische Verlängerung aktivieren, wenn du bla bla bla, keine Ahnung. Ja, dann können wir das da tatsächlich kostenlos testen. Ja, geile Sache. Zeig uns deine Kontodaten. Die zeige ich euch sowieso privat immer. Auf Discord habe ich die jedes Mal, jeden Tag in Dauerschleife laufen. So, ich mache mal die kostenlose Testphase. Privates Spiel. Okay, alles klar. Ich mache jetzt hier meinen Charakter. Guck mal. Oh, Alter, wie viele Leute online sind. Wow. So, warte. Ich muss dann. Ich habe nicht so viele Charakter. Dann bin ich jetzt der, oder? Ich bin die Businessfrau, oder? Kann ich würfeln? Ich will würfeln. Wieso geht das nicht? Okay. Ist das jetzt die Nummer für. Ja, ich glaube, das ist die Nummer, um hier reinzukommen, ne? Ich gebe die Nummer ein. 0140-0889. Das ist die Nummer, um reinzukommen. Hallo, Leute. Ich bin's, der kleine geile Toffi. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, ruft einfach meine Nummer. 0140 0889. Ich bin zu jeder Schandtat bereit. Mit Betonung auf Schande. Denn alles, was ich euch zu bieten habe, ist schändlich. Ruft jetzt an. 090 0140 0889. Wieso wackel ich eigentlich so? Keine Ahnung. Vielleicht muss ich nur pullern. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Okay, wir haben gesagt, die ersten vier, die ersten drei, die drin sind, passt. Wir können auch noch eine Runde machen. So, ich bin gespannt, worum es eigentlich geht in dem Spiel. Ich habe keine Ahnung. Ist das Monopoly? Weltmeisterschaft. Was spielen wir hier eigentlich? Wir haben alle 2 Millionen Euro. Ich könnte jetzt eigentlich schon nach Hause gehen. Ich hätte gerne meine 2 Millionen Euro und würde sie behalten und nach Hause gehen. Ist das okay? Egal wie viel der Anruf kostet, würde ich auf jeden Fall anrufen. Bei mir anrufen? Ich weiß nicht. Ich bin nicht so gesprächig am Telefon. Ich bin leider überhaupt nicht der gute Telefonierer. Ist wirklich so. Ich telefoniere gar nicht gerne. So, ich würfel mal.
Nochmals? Nee, ist okay. Dafür kriege ich Kohle. Kaufe diese Stadt für 340.000. Was? Ich habe doch nur 2 Millionen. Rückkauf. Ich will nicht Shanghai kaufen. Wieso sollte ich Shanghai kaufen? Was habe ich davon? Shanghainesen. Ja, gut. Dann kaufe ich halt mal Shanghai. Habe ich das richtig gemacht? Mietpreis. Für 50.000 kaufen. Andere Spieler können dieses Feld kaufen für... Ich verstehe kein Wort. Hä? Ich kaufe das jetzt. Top, wieder top informiert. Ich kaufe gerade ganz viel. Ich habe schon ein Viertel meines Geldes los. Guck mal, Leute, warte. Ihr könnt das sehen, indem ich mich jetzt hier wegschiebe. Guck mal, ich habe schon ein Viertel meines Geldes verloren. Soll ich mich sowieso... guck mal, ich kann mich sowieso mal ganz kurz hier in die Mitte packen. Damit ihr besser mein Geld seht. Da muss ich aber pro Retrieb arbeiten. Dankeschön, Losti zockt. Dankeschön für den Follow. Miete? Ja, ich hab's ja schon irgendwie... Aber das Problem ist, die Person, die ich jetzt nicht identifizieren kann, die jetzt gerade weggegangen ist, die steht doch auch auf Shanghai. Die Frage ist nur, habe ich es jetzt gekauft oder habe ich es nicht gekauft? Und wieso muss ich immer wieder Geld zahlen? Nee, das ist alles okay. Wieso lande ich immer auf ihrem Feld? Ich kann das Spiel nicht. Was spiele ich hier eigentlich? Toffi, du musst sparen. Celine, hallo. Ich weiß gar nicht, was ich hier spiele. Was macht man hier? Okay, es kommt ein Ereignis. Komm, ein gutes. Straße nach Hause. Fliehe von der verlassenen Insel. Ja, dann geh halt. Ja! Toffi kriegt Geld! Jemand ist in Shanghai auf irgendwelche Trickbetrüger reingefallen. Auf meine Nummer. Meine teure Nummer. Alles muss irgendwo starten. Gehe sofort zurück. Das ist Monopoly, nur in komisch. Bist kein Businessman. Hä? Ich habe gerade Geld verdient. Ich bin der Einzige, der hier voll die krassen Sachen macht. Jetzt kaufe ich noch Sydney dafür, siehst du? Zack, Sydney ist meins. Man kann sich die Städte gegenseitig abkaufen. Ach so. Dafür muss man dann mehr zahlen als... Aber wenn ich das nicht will... Dankeschön! Vielen Dank, Celine, für den Support. Danke, 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 danke. Für dich kaufe ich auch die nächste Stadt. Okay, was möchte ich denn? Nizza. Ich habe gerade Mozzarella gelesen. Tokio oder Osaka? Ich glaube, Tokio ist sowas wie die Schlossallee, oder? Ich glaube, Tokio ist bestimmt am besten. Oh, gehe direkt zum Weltreisefeld. Und jetzt machst du eine Weltreise, oder... Ich muss bei Tokio landen. Sammle von jedem Gegner 25.000 ein. Alles Gute zum Geburtstag, Toffi. So, ich bin der beste Geschäftsmann. Ich habe das Spiel voll verstanden, Leute. Ja. Dankeschön. Ja, Leute, hä? Habt ihr das nicht verstanden, das Spiel, wie das geht? Guck mal hier, ich kaufe sämtliche Städte und habe noch voll viel Kohle. Was ist denn los mit euch? Gucken, wie lange. Ich bin voll der Pro hier. Das sieht übrigens so ein bisschen so aus, als ob die blonden Damen, die ihren Hund haben, einfach damit ein bisschen Staub saugen. Die sind so... weil die den immer nach hinten ziehen. Ihr wisst aber schon, dass ein Hund eigentlich nicht für sowas gedacht ist, ne? Ich hoffe, vor einer Minute, was spiele ich hier überhaupt? Danach, ich habe das Spiel verstanden. Ja, ich habe halt nicht verstanden, was ich hier spiele, aber das, was ich nicht verstehe, habe ich offensichtlich richtig gemacht. Macht das Sinn? So. Ich möchte jetzt eine 3 würfeln.
damit ich Tokio kaufen kann. Hab schon ein paar Runden gemacht. Nein, ihr dürft das doch nicht ohne mich testen, Leute. Wir wollten das doch zusammen testen. Jetzt seid ihr voll die Pros und ich bin derjenige, der Lappen ist. Oh. Jetzt wird es abgekauft. Oh, Alter. Da werden hohe Gelder gezahlt, du. Das gibt's ja gar nicht. Ui, ui, ui. Mann, nein. Joa, ich... Soll ich das kaufen? Für 90... Nee, für 210.000? Ich hab in Madrid ein Imperium aufgebaut. Was ist... Ich verstehe es ganz ehrlich nicht wirklich, wie... Also, es ist ja wie Monopoly, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Aber sie sind ja nicht zusammengefasst, oder? Oder zählen Madrid, Sevilla und Granada jetzt irgendwie zusammen? Das Problem ist, ich habe jetzt Madrid gekauft und habe da auch was drauf gebaut. Ohne allerdings Sevilla und Granada zu besitzen. Das heißt, es ist ja nicht so wie Monopoly, weil ich nicht die gesamte Reihe brauche, um etwas zu bauen da drauf. Und man kann sich das gegenseitig abkaufen, ist ja auch abseits von Monopoly. Das kann man ja normalerweise nicht einfach so. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie ich das für halten soll hier. Schütze deine Stadt gegen den Kauf und eine Attacke eines Gegners. Geht das insgesamt 53 Minuten oder was ist das für eine Zeit? Ich glaube schon. Ich glaube, es ist so der Timer, oder? Hamburg! Verdammt! 760.000! Da habe ich ja schon fast verloren. Nee, das kaufe ich jetzt nicht. Hamburg vor allen Dingen. Weißt du, wer will schon deutsche Städte kaufen? Andi, hallo! Ich glaube, ich habe Madrid gekauft. Ja, ich besitze Shanghai, Madrid und Sydney. Drei Sachen besitze ich jetzt. Mal gucken, ob ich irgendwann mal der Kaiser der Welt bin. Kann man das werden? Oh, New York wird gerade gekauft. Jo, Ryan, du musst aber mal ein bisschen Kohle wieder kriegen, ne? Du bist aber ganz schön stark am Ausgeben. Also, Ryan ist noch viel mehr am Ausschleudern, ne? Hamsterfan, hey, was spielen wir da tolles? Das Ganze heißt, Business Tour. Jetzt habe ich gerade überlegt. Business Tour heißt das. Und es ähnelt stark an Monopoly. Ist aber ein kostenloses Spiel. Das wollen wir jetzt mal testen. Nein! Ach so, oh, ich habe mich gerade mit New York verwechselt. Oh, ja, okay, alles klar, ist super. Okay, dann bin ich auf Weltreise. Oh, hab gerade Schiss gekriegt. Ich dachte, ich bin auf New York gelandet. Mir kommt vor, bei Monopoly kannst du deine Grundstücke ja auch verkaufen, oder? Ja, ja, klar, aber du musst ja die Einwilligung geben bei Monopoly. Wenn jemand auf deinem Grundstück landet, beziehungsweise du es irgendwann zum Verkauf anbietest, so lange gehört es aber dir und kein anderer kann es kaufen. Hier ist es so, wenn ich jetzt hier jemand anders auf Madrid landet, was ich besitze, kann er es einfach so kaufen, ohne mich zu fragen. Und das ist ein Unterschied zu Monopoly. Genauso wie die Tatsache, dass du nicht alles gesamt brauchst. Ne? Ja. Genauso spannend wie Monopoly auf jeden Fall. Also ich glaube, Ryan ist als erstes pleite. Und jetzt heißt es wieder, oh, wie ist Toffee zu seinen Mods? Was fällt ihm ein? So ein Sack. Ich habe übrigens fast 2 Millionen wieder drinnen, ne? Dafür, dass ihr gesagt habt, ich habe ihn so verschwenderisch, ne? Wähle eine Stadt, um dorthin zu reisen. Oh, Tokio! Ich kaufe mir Tokio! Alter, das ist voll teuer. Für 1 Million? Ich trau mich irgendwie nicht. Da landet doch keiner drauf, oder? Ich trau mich irgendwie nicht.
Ich mach ein Haus. Mehr traue ich mich nicht. Ich habe Tokio gekauft. Super. Okay. Ja, gut. Hä? Madrid gehört doch mir. Hat das jemand anders gekauft? Oh. Oh Gott. Okay, ich bin auf einer verlassenen Insel. Und jetzt sterbe ich. Hä, Madrid gehörte doch mir, dachte ich. Bin ich jetzt was ver... Bin ich jetzt doof? Ich verstehe nur Bahnhof. Gibt's überhaupt Bahnhöfe? Bali ist so ein bisschen speziell, ne? Weil Bali sieht aus wie so ein Bahnhof. Also, von dem Zeichen her, wie Monopoly. Ja, eben. Nee, aber dafür gibt's Bali. Ich verstehe nur Bali. Ah, Zypern gibt's auch. So, Dubai. Ach stimmt, es gibt mehrere Inseln, sehe ich gerade. Bali, Zypern, Dubai und Nizza. Züge, bist du frei? Oh nee, ey, ernsthaft? Zahl an die Bank 200.000. Nö, ich würfel ein paar. Da muss ich wenigstens kein Geld zahlen. Ich warte einfach, bis jemand auf mein Tokio kommt und dann bin ich zufrieden. Das würde mich aggro machen. Ja, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht ganz genau, ob der Spielwert es wirklich groß genug ist. Es geht direkt zum Weltreisefeld. Ich meine, es ist ja schon schön, irgendwie so eine Art Monopoly zu spielen, das auch noch kostenlos ist. Aber ich finde, hier ist der Charme nicht so, wie es bei Monopoly gewesen ist. Das wirkt alles so ein bisschen hingeklatscht, wenn ihr versteht, was ich meine. Also, es wirkt wie so ein typisches Handy-Game, was man so zwischendrin spielt, wenn man gar nichts anderes weiß. Wenn du beim Tierarzt hockst und wartest, bis du endlich drankommst, dann spielst du solche Spiele auf dem Handy, glaube ich. Also, es wirkt alles nicht so... Kein Pasch für mich. Ja, aber muss ich wenigstens kein Geld zahlen. Ich warte, bis ihr alle anderen pleite seid. Oh, oh. Wobei, ihr kauft jetzt natürlich die ganzen Dinger, ne? Aber ich kann sie euch alle wegkaufen. Das ist natürlich auch ein Vorteil für mich. Mich reizt das Game jetzt auch nicht so. Ja, zum Mal spielen finde ich es jetzt gerade mal gar nicht so schlecht. Man kann hier so ein bisschen Städtenamen lernen. Venedig liegt in Italien, Mailand auch und Rom auch. Hamburg, Berlin ist Deutschland. London und Sydney ist zwar im gleichen Segment, weil es wahrscheinlich zum Königreich gehört, zu Großbritanniens Königreich, wenn man so möchte. Weil ich glaube, Australien gehört ja noch zum Königreich dazu. Deswegen wird es wahrscheinlich hier zusammengefasst. Chicago, Las Vegas, New York ist natürlich USA. Paris, Lyon ist französisch. Ich würfel keinen Pasch mehr, ne? Tokio, Osaka ist Japan. Madrid, was ist das? Was war das andere? Granada, aber was ist das dazwischen? Was ist das dazwischen? Da, wo das Zeichen drauf ist. Sevilla? Oder was war das? Das ist auf jeden Fall Spanien. Shanghai, Peking, Hongkong, China. Da hätten wir es. Tammy, hallo. So, jetzt haben wir Erdkunde reingebracht. So, seid ihr jetzt zufrieden? Ist es für euch jetzt ein pädagogischer Mehrwert? So, ich glaube, ich sollte langsam mal rauskommen, oder? Ich darf auch endlich wieder. Super. Yay, yeah, ich kann Berlin kaufen. Boah, ich werde sowas von Berlin kaufen. Hier mit 3 Häusern. Kohle. Ich habe Berlin. Wäre super, wenn Zypern... wirklich zwischen Hamburg und Berlin läge. Tja, so ein kurzer Abstecher nach Zypern. Wobei tatsächlich Zypern auch nicht unbedingt immer das beste Reiseziel ist. Tatsächlich ist es so, dass, dass wir letztes Jahr, glaube ich, auf Zypern Rekordtemperaturen gemessen haben von 50 Grad im Sommer. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber das ist das, was ich gehört habe. 50 Grad auf Zypern. Alter, wenn du da gerade im Urlaub bist und du hast 50 Grad, du gehst ein, du schmilzt.
Das ist nicht mehr schön. Auch im Urlaub nicht. Das ist wirklich nicht mehr schön. So. Was kaufe ich als nächstes? Ich kann ich kann London kaufen. Für? Jo, komm. Toffee kauft alles. Ich habe am wenigsten Kohle, aber ich habe alles gekauft. Oh Gott. Oh, jetzt muss ich Geld zahlen, verdammt. An Ryan. Und ich habe nicht genug Geld, um das Feld zu kaufen. Ich möchte aber auch gerne mal nach Zypern. Ich glaube, Zypern hat auch zwei verschiedene Regionen vom Wetter her, oder? Da bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß, dass Zypern immer noch geteilt ist zwischen Türkei und Griechenland. Ich war ja selbst auf Zypern und es war tatsächlich richtig geil, an der Grenze zu stehen. Du konntest nach, ich war auf der griechischen Seite und du konntest auf die türkische Seite rüber gucken. Und das war voll komisch. Das war voll, also richtig getrennt durch so ein Ding. Also keine Mauer, sondern eher so ein Grenzbereich getrennt und es war irgendwie cool. Als ich klein war, hatten wir in der Türkei mal 52 Grad in der Sonne und 48 Grad im Schatten. Das ist halt echt heftig. Das ist doch nicht mehr schön. Gerne, die Seite ist kostenlos. Man kann mega viele verschiedene Brett- und Würfelgames spielen. Welche jetzt? Brettspielewelt.de. Müsste ich auch mal gucken gehen. Jetzt muss ich auch noch Steuern zahlen für 260.000! Ich bin gleich pleite! Wieso muss man denn 260.000? Ich kaufe nichts mehr! Alter! Black Queen, darf ich bei der nächsten Runde mitspielen? Ich weiß nicht, ob wir noch eine nächste Runde spielen. Ich bin gerade erst echt sauer um meine 260.000. Ich bin gleich pleite! Verdammt! Ich habe mich so gut gefühlt. Dabei war ich auf meiner verlassenen Insel und habe gedacht, ach komm, lass die anderen pleite gehen. Und jetzt habe ich zu viel gekauft. Wieso landet keiner auf meinen Sachen? Mach doch mal bei mir Urlaub. Will keiner in Berlin oder London Urlaub machen? Oder Tokio? Oder Sydney? Oder Madrid? Oder was habe ich noch alles? Oder Shanghai? Ich habe doch voll viel. Wieso landet ihr da nicht drauf? Was ist los mit euch? Oh, und jetzt kriegt Ryan hier die große Kohle. Alle landen bei Ryan. Pasch. Oh, ich kann direkt drauf. Da kriege ich mehr Geld, oder? Nein, scheiße. Ja, auf meinem. Toll. Ja gut, wenigstens muss ich nichts zahlen, ne? Toffi, keinen Bock mehr auf uns. Ja, ist so. Das kommt jetzt nur, weil du gesagt hast, dass sie verliert. Ja, es ist Karma, ne? Karma ist eine Biatch. Das war auch nicht schön. Wir waren ja nur am Pool, Jana. Aber das ist auch nochmal so anders von den Temperaturen als hier die dicke Luft. Ich war damals, als ich auf Zypern war, hatten wir 40 Grad oder 41 Grad. Das war auch nicht mehr schön. Also ich bin überhaupt kein Hitzemensch. Boah, das kauf... Ja, ich kauf's mit einem, mit einem Ding, okay? Ich trau mich nicht mehr. Ich habe noch wenig gekauft. Ich kann nicht anders, Leute. Ich muss es schnell kaufen, bevor es untergeht. Venedig versinkt. Mein Kreislauf würde ich glaube bei der kleinsten Anstrengung verabschieden. Dann solltest du keinen Sex haben. Also ich denke nur an deinen Kreislauf, Jana. Also lass es lieber. Wenn es bei der kleinsten Anstrengung schon ist. So. Was ist eigentlich für Musik im Hintergrund? Ja, jetzt erst. Ja, Ryan hat schon wieder fast 2 Millionen. Könnt ihr mal aufhören, auf Ryans Felder zu landen und auf meinen? Ein Erdbeben zerstört die Stadt. Das ist gerade wie Karma, ne? Nun gehört das Feld niemandem, außer Hotels. Was? Aber ein Erdbeben zerstört die Stadt, nun gehört das... Achso, ich darf mir selber aussuchen. Oh, was gehört Ryan? was ist... Ryan ist blau. Ich zerstöre was von Ryan. New York. Kabum!
Ey, dann war das ja gut, das Erdbeben. Dankeschön. Ich habe gerade New York zerstört. Ich bin Godzilla. Nivi, guten Abend. Ja, aber Ryan hat am meisten Geld, deswegen. Blub Nana, hallo. Ihr wisst, dass ich gemein bin, Leute. Ihr wisst es. Wenn es um Spiele geht, bin ich fies. Oh, Pasch. Ein Ereignis. Geh direkt zur Stadt, die Weltmeisterschaft veranstaltet. Ja, es gibt keine. Ja, kacke, wa? Aber lustig ist es schon irgendwie. Tja, kauf mal eben Paris. Ganz spitze. Oh. Monate dabei, Anna Pilou, Dankeschön, vielen, vielen Dank, 7 Monate, geile Sache und hallo natürlich an dich, Dankeschön, vielen, vielen Dank. Ah, schön, wenn ihr da seid, ist es schon schön, aber dann seid ihr auch noch so großzügig, da fühlt man sich also was ganz Besonderes, außer wenn ich ein Arschloch bin im Spiel, dann fühle ich mich eigentlich immer schlecht. Ryan hat die ganze Kohle, Leute, landet doch nicht immer bei Ryan, was soll denn das? Mann. Ja gut, wenigstens muss ich jemand anderem was geben. Das wären 570.000 für mich gewesen. Ja, siehst du, gut, dass ich das kaputt gemacht habe. Oh Mann.